So, dann lass uns mal über Gabriel philosophieren. Gabriel scheint ernsthaft krank zu sein. Ja, hat er. Sein Körper bekämpft das Böse in seinem Blut. Meine Liebe, ich würde nicht darauf bauen, dass Gabriel freundlich oder kooperativ ist. Er ist im wahrsten Sinn des Wortes nicht er selbst. Sie wollen sagen, es soll mir nichts ausmachen, dass er so ein Scheißkerl ist? Keine Sorge, er ist immer so. Es wird schlimmer. Glauben Sie wirklich, dass er eingesperrt bleiben muss? Es ist so grausam. Es wird in Liebe sein, zu wissen, dass er eingesperrt ist und niemand verletzen kann, wenn er sich verwandelt. Das könnte sein. Seine einzige Hoffnung ist die Zerstörung seines Schöpfers. Ich weiß. Die Zerstörung seines Schöpfers, den hat er doch schon zerstört. Aber wir erinnern uns, der Alpha-Wolf muss getötet werden. Der Alpha-Wolf. Und wer der Alpha-Wolf ist, wissen wir jetzt ja. Unser guter Friedrich. Unser Plan. Emil wird im Verlies auf Gabriel aufpassen? Ja, Grace. Außerdem haben Sie sich um andere Dinge zu kümmern, ja? Ja, die Oper. Und der Bauplan, ich muss ihn holen. Glauben Sie, dass Sie das allein tun können? Warten Sie nur ab. So, dann Altötting. Wissen Sie etwas über Altötting? Ja, dort steht ein Pilgerschrein. Emil und ich sind dort gewesen, aber damals wusste ich nichts über die Herzurnen. Es ist einer dieser Orte mit besonderer, vibrierender Energie. Es ist sehr stark dort. Ich glaube, dass die dort das erste Wunder Mitte des 18. Jahrhunderts hatten. Aber die Schwarze Madonna ist noch viel, viel älter. Die Schwarze Madonna. Jetzt passen Sie gut auf. Die Schwarze Madonna. Ja, hier nehmen wir uns mal ein Brötchen mit. Darf ich mir eine von den Semmeln nehmen? Bitte, meine Liebe, sie sind ohnehin zu dünn. Das sind Brötchen, keine Semmeln. Mann! So, was hat der Hu? Werner scheint ein ähnliches Interesse an einem Gespräch mit mir zu haben, wie ich mit ihm. Er hat ein schlechtes Gewissen wegen Gabriel. Tja, wenn der Schattenjäger selber zum Werwolf wird. So... Ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Schloss. Da ist die Stimme gerade ein bisschen weggeknickt, hatte ich so das Empfinden. Lalala, mimi. So, das können wir mal überspringen, da passiert nichts. Und dann gehen wir mal rein in das Schloss und dann mal sehen, was Gerde uns zu erzählen hat. Die Gerde. Kennt ihr da Gerde? Wie geht es Gabriel? Geht es ihm auch gut? Nein. Alles in Ordnung, Gerde. Sagen Sie es, falls ich helfen kann. Klar. Danke. Falls du helfen kannst, du könntest helfen. Gerda hat ihre Hilfe angeboten, aber ich brauche im Augenblick nichts. Ach, verdammt. Muss ich da echt hin und her eiern? Ist ja unglaublich. Ja, stimmt, ich muss da hin und her eiern. Können wir überspringen? Was haben wir hier? Frische Bettwäsche. Ich meine, Gerda hätte das Bett ja auch ruhig gleich machen können. Können wir noch gebrauchen. Daraus näht sich Grace gleich im Dorf. Wir gehen jetzt erstmal ins Dorf runter. Daraus näht sich Grace gleich eine hübsche Kapuze. Und zündet ein Kreuz im Vorgarten an. So, schön um Knoten in den alten Mantel rein. So, und dann mal runter ins Dorf. Und dann gehen wir hier mal hin. Ja, walk mal zu da. Und dann gehen wir hier mal rein. So, der gute Emil hat uns reingelassen. Gucken wir hier mal am Fenster. Dem Vogel scheint es hier zu gefallen. Siehste? So, dann würden wir den Vogel doch mal ein bisschen füttern. Aber nicht mit Reis, ne? Darf man ja nicht machen, weil dann platzen die Viecher ja angeblich. So, mein Täubchen, dann komm mal dichter.
Tante Grace hat was für dich. Ein bisschen Semmeln, Bröseln. Wenn auf Bayerisch, dann schon richtig. Da kommt das Täubchen dichter. Und wir schnappen uns dann den Kopfkissenbezug und flop. Grapsch. Ich weiß gar nicht, wie einfach man Tauben fangen kann. Einfach ein bisschen anlocken mit so ein paar... Ist schon gut. Du musst mir nur eben mal weiterhelfen. Dann lasse ich dich frei. Einfach mal mit so ein paar Brötchenkrümeln eine Taube anlocken und die Taube dann einfach grapschen. So, wir hauen hier wieder ab. Und dann gehen wir hier mal rüber. Rüber, 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 rüber. Ab in die Kirche. In die Kirche. Hier mal hin. Da mal hin. Da mal hin. Hier mal hin. Da mal hin. Gerde scheint Wolfgang wirklich geliebt zu haben. Und hier gehen wir nachher nochmal hin. Das weiß ich jetzt schon. So, hier mal zurück. Da mal zurück. Und ich möchte mal einmal kurz was gucken. Nein! Scheiße, ich wollte auch nur... Ah, okay. Okay, kann man sehen. Ich würde den Film mir auf jeden Fall nochmal gerne angucken. Obwohl, Also nicht jetzt hier im Let's Play, sondern hinterher. Nach der Aufnahmesession. Weil ich finde den Film, diesen Zwischenfilm, den finde ich klasse. Gerde hat ihre Hilfe angeboten, aber ich brauche im Augenblick nichts. Ah, ich wusste es. So, dann hier mal raus. So, mehr kommt jetzt nicht, das weiß ich. Schlüssel, Auto, überspringen. Und ab nach Altötting. Schloss Neuschwanstein haben wir noch auf der Karte. Da müssen wir aber erst ziemlich zum Ende hin, weil wir müssen erstmal nach Altötting. Silberne Körperteile. Aha. Opfergaben. Aus Silber werden Nachbildungen der erkrankten Körperteile hergestellt und der Jungfrau von Altötting als Zeichen der Verehrung dargebracht. So, so. So, dann, was haben wir hier? Auf allen steht, Maria hat geholfen. Es ist zu katholisch. Zu religiös, sagen wir es mal so. Hallo? Hallo. Grüß Gott. Wäre es möglich, die Herzurne von Ludwig zu sehen? Das tut mir leid. Das Herz von Ludwig II. Von Bayern. Haben Sie das Herz? Das Herz. Herz. Oh nein, nicht mein Herz. Ich bin nicht krank. Danke. Ja, das war ja ein Gesprächspartner. Der war ja richtig gut. So, was steht denn hier drauf? Falls Sie ein besonderes Gebet sprechen oder ein Bußopfer geben wollen, kann ich Sie zum Schrein geleiten. Ja, okay. Machen wir später. Was haben wir hier? Spenden. Nimm mir doch mal was raus. Oh, hier, guck mal. Pfennige. Marienwasser. Schätze, die wollen was dafür. Dann gib doch was dafür. Hier, Brieftasche, zack. Haust doch mal ein paar Pfennig rein. So, dann haben wir da so ein bisschen Marienwasser. Wofür auch immer. Was ist hier? Ich warte besser, bis der Gottesdienst vorbei ist. Na gut. Dann warten wir halt, bis der Gottesdienst vorbei ist. Haben wir sonst noch irgendwas? Irgendwas Interessantes, Tolles? Nö. Gut, dann hauen wir hier wieder ab. Dann gehen wir hier wieder hin. Dann gehen wir da wieder hin. Und dann war es das auch schon mit Altötting. Ab nach Rittersberg, Bayern. So, aussteigen. Können wir rüberspringen und mal rein. In the Hood. Gerde hat ihre Hilfe angeboten, aber ich brauche im Augenblick nichts. Oh, ist das nervig, weil ich weiß, was kommt, wie immer. Aber, tolle Wurst. Jetzt muss man tatsächlich nochmal hier hin. Und hier nochmal rein. Und da nochmal hin. Da nochmal hin. Hier mal gucken, da mal gucken. Das Silberherz erinnert mich an die silbernen Opfergaben in Altötting. Siehste? Und jetzt gehen wir nochmal wieder
Schloss Ritter, Rittersberg, Bayern. So. Läufst du schneller, wenn ich mehrfach klicke? Weiß ich nicht. So, mal gucken. Kein Video. Dann sprechen wir doch gerne mal an. Das Silberherz. Gerde? Ja? Ich muss Sie etwas fragen. Es fällt mir sehr schwer. Was denn? Das Silberherz, das Sie für Wolfgangs Sarg besorgt haben. Ja? Wenn ich Ihnen das Geld für ein zweites geben würde, könnte ich denn das von der St. Georgskirche haben? Für Gabriel, richtig? Ja. Nehmen Sie's. Wolfgang wird verstehen. Vielen herzlichen Dank, Gerde. Vielen herzlichen Dankeschön und auf Wiedersehen. Und du solltest nochmal zum Friseur gehen und deine 80er-Jahre-Dauerwelle überdenken. So, okay, wir nehmen das Herz, wir holen uns das Herz, sagen wir es mal so. Und ich muss sagen, ich habe mein Mikrofon gerade richtig gut eingestellt. Das stört mich überhaupt nicht heute. Nächste Aufnahme sieht das schon wieder anders aus, das weiß ich doch schon wieder. Sehe ich doch, weiß ich doch. Ist doch so. So, zack, hier, Silberherz. Ich danke Ihnen, Gerde. Und Ihnen, Wolfgang. Bitteschön, liebe Grace. So, hier mal raus. Hier mal hin. Da mal hin. Und hier mal weg. Und da mal hin. Okay, also, wir fahren jetzt wieder nach Altöttingen. Altöttingen. Da war ich übrigens damals nicht, als ich da rund um München im Urlaub war. Weil so eine olle Marienkirche da, da habe ich ja richtig Interesse für. Hallo. Hallo. So voll nicht. Okay. So, kann ich dir jetzt das Silberherz geben? Ich habe ein Geschenk für die Madonna, Pate. Oh, wie er sich freut. Ich soll nach dem Gottesdienst wiederkommen? Ja, Pate. Die Frage ist, wann ist nach dem Gottesdienst? Was beten die da eigentlich alle? Monotoner Sprechgesang. Wir wollen, Maria, wollen, die Feinde sind gut. Nee, die Feinde müssen weg. Satan ist gut, Satan ist dein Kumpel. Okay, pass auf, dann würde ich sagen, ab nach Schloss Neuschwanstein. Und jetzt kommt so eine Sache. Wollte ich beim letzten Mal nicht erzählen. Aber an dieser Stelle hier, ja, an dieser Stelle kriegen wir eine der Schriftrollen. Ja, wir erinnern uns, diese Schriftrollen, diese wunderbaren, die er vorhin versteckt hat. Ich habe da mit dem Fuß gegengetreten, ob da wirklich was ist. So, wir nehmen mal... Das geht gar nicht. Denn dürfen wir die Schriftrollen noch gar nicht holen, wa? Ah, warte mal, doch. Das Kind steigt einfach auf den Stuhl rauf. Kommst du da mal runter? Na sowas, was wird das denn hier? Auf den Stuhl raufgekraxelt? Hör mal, aber raus mit euch. Ah, okay. Wir machen das noch eine Nummer schlimmer. Wir hauen da nochmal das alte Marienwasser rauf. Ist ja geweiht, ist ja alles in Ordnung, ne? Ist ja geweihtes Wasser der Jungfrau Maria, schwarze Madonna, wen auch immer. Und jetzt rauchst du drauf. Verzeihen Sie bitte, die Kinder haben... Die Kinder. Ich hol was, um es aufzuwischen. Aber schnell. Die Kinder waren's. Ja, natürlich.